genauso aus wie wir. Und auf diesem Planeten gibt es Bibliotheken voll mit Büchern. Geschrieben von Dichtern, Philosophen und Wissenschaftlern. Und vielleicht, wenn auf der Welt der Hass und die Gier so groß werden, dass nichts, aber auch nichts mehr sie retten kann, dann vielleicht gibt es dort auch ein Buch, das heißt Der Untergang der Erde. Es wird über uns berichten, über unser Leben, über unseren Tod und über Feuer, das so groß war, dass keine Tränen es löschen konnten. Bis hin zur letzten Sekunde, als die Erde aufhörte zu existieren. Und aus 10 Milliarden Augen ein Trauerregen rann und ein Tränen, der das überlief und den letzten Damm der Hoffnung zerbrach. Und aus 10 Milliarden Augen ein Trauerregen rann und ein Tränen, der das überlief und den letzten Damm der Hoffnung zerbrach. Schwebendes Grab im All, auf dem keine Blume wächst. Die Kontinente geschmolzen, die Meere verbrannt. Ein schwarzer Stein, und welch bittere Ironie. Nicht eine einzige Waffe wird den toten Planeten mehr bedrohen. Und aus 10 Milliarden Jahren.